Willkommen bei Kfz40, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es um V6. Motor ist ab. Jetzt wollen wir den Kabelbaum einmal entfernen. Ne? Also vielleicht interessiert es den einen oder anderen, der das auch mal machen will, was wir eigentlich dafür benötigen oder wie machen wir das Ganze. Es ist eigentlich ganz leicht. Ich zeige euch jetzt, wie ich den kompletten Kabelbaum raushole. Und ihr werdet erstaunt sein, es ist einfach. So, jetzt nehme ich euch erstmal komplett mit, was ich jetzt mache. So, das Steuergerät sitzt hier. Ich habe die schon abgebaut. Da, wo der Scheibenwischmotor sitzt. Das heißt, die Abdeckung komplett Sand, Abdeckung komplett raus. Scheibenwischmotor komplett raus. Ja, hier ist der ja, der Scheibenwischmotor. Und danach könnt ihr eigentlich schon sehen, wo das alles hingeht. Also, wir haben zwei Stränge. Einmal geht es nach links. Das ist der kleinere. Der zum Beispiel zum, ja, ich sag mal, was ist hier, die Landersonde hingeht, Aktivkohlefilter und so weiter, wenn er welches hat. Und dann die Seite zum Kabelbaum und nach Inneren. Ja, also zum Motor und nach Inneren. Dann haben wir hier das komplette Kabelbaum. Das, was wir vom Motor und so abgesteckt haben. Motor, Lüfter, Scheinwerfer und so weiter. Das ist ja separat. Den können wir auch abstecken. Ja, den könnt ihr hier zum Beispiel auch komplett rausholen. Das heißt, wenn ihr die Front abbaut, könnt ihr nur das hier rausholen. Dann braucht ihr nicht den kompletten Kabelbaum, ja, abbauen. Haben die cool gemacht. Das war noch Qualität früher. Heute gibt es das nicht mehr. Heute hast du einen kompletten Kabelbaum. Von vorne bis hinten hin. Und sind immer wieder, ja, komisch verbaut. So, dann haben wir die Seite, die hier hingeht. Hier haben wir den einmal. Ah, hier seht ihr schon. Der ist auch ab. Und hier sehe ich schon, habe ich eigentlich schon gesehen gehabt. Ja, der kann ja auch nicht mal richtig laufen, ne? Von der Landersonde. Ah ja, egal. Mache ich auf jeden Fall fertig. Das hier müsst ihr auf jeden Fall rausholen. Haben wir von dieser Seite hier komplett ab. So, hier der Stecker. Sehe ich schon. Da ist der Stecker hier ab. So, Stecker ist auch ab. Das tun wir hier drauf. Dann wissen wir mal Bescheid, wo der war. So, hier ist der schon komplett fertig. Ah, da hängt das irgendwo. Ach, hier drunter. Ist nicht schlimm, holen wir raus. Und dann gehen wir hier hin. Hier, komplette Kabelbaum. Der eine müsste noch zur Zündspule gehen. Ja, zur Zündspule. Hier ist er. Das holen wir raus. Da. Und dann haben wir noch ein Kabel hier hin. Ach, wo führt der denn hin? Ah, oder ist das hier von der Gasanlage? Ich glaube, das ist von der Gasanlage. Da haben die was rausgeholt. Ich schätze mal, von der Zündspule holt man was raus. Genau, Drehzahl. Ich schätze mal, da haben sie den Drehzahl rausgeholt von der Gasanlage. Gut, das werde ich einfach abknipsen. Eine Sekunde. So. Das haben wir abgeknipst. Kriegen wir den so raus. Oder ist der noch mal? Ja, da sind jetzt 1000 Kabel dran. Oi, oi, oi. Ja. Gasanlage. So. Das Ding haben wir es auch ab. So, das ist von der Zündspule. Natürlich, wenn ihr sowas macht, solltet ihr das auch merken. So, hier drüben hat ein bisschen Abdeckung sein. Da ist er. So. Hier ist er komplett fertig. Also oben haben wir nichts mehr zu tun. Diese großen, das müssen wir auch samt komplett alles rausholen. Nur bei dem Kabelbaum müssen wir echt aufpassen, dass wir echt vorsichtig dran gehen, weil das Problem wird sein, da könnte alles abbrechen. Und das wollen wir nicht. Deswegen werden wir schauen. So. Hier der Kabelbaum ist auch komplett ab. Und danach geht es eigentlich auch recht schnell. Hier, das ist der vom Motor. Vom Motor zum Steuergerät, zur Sicherung und so weiter. Ja, so viel ist das gar nicht, ne? Ich werde es ganz schnell jetzt hier raushauen komplett und dann zeige ich, was wir innen machen müssen. Und innen ist es auch nicht viel.
Das sieht immer wild aus, aber es ist nicht wild. Es ist ganz einfach. So, ich habe den Kabelbaum jetzt komplett rausgeholt. Das, was wir eigentlich benötigen, ne? So sieht das Ganze aus. Es sieht wild aus, ist es aber nicht. Keine Angst. Hier ist das Steuergerät. Der eine geht natürlich hier rum. Ihr müsst es jetzt anders verkehrt, also, ne, ihr seht das eigentlich richtig, genau. So, hier, die Seite geht hier zum Dings, zum Beispiel zum Luftmassenmesser und, ach, Luftmassenmesser sage ich schon. Ja, Luftmassenmesser geht auch da lang, ne? Stimmt, das ist der Luftmassenmesser, das ist der Stecker. Die Seite geht zum Luftmassenmesser, Lambda-Sonde und die andere Seite zum Motor. Ja. Hier haben wir zum Beispiel, hier habe ich mir die Mühe gemacht und habe mir komplett alles abgebaut. Ihr seht ungefähr, wie viele Stecker wir brauchen. Das sind so ungefähr 10 Stecker, die wir verbinden müssen an dem neuen Fahrzeug, damit das Ding auch läuft. Ich weiß nicht, ob man das Plug and Play einbauen kann, da müsste ich einmal mit Ruven reden, aber ich glaube, die Farben müssten eigentlich alle identisch sein. Ne? Dann haben wir hier, der zum Motor, also zum Motorkabel geht, komplett, ne? Und dann haben wir hier nochmal zum, ja, Licht, Lüfter und so weiter hingeht. Das habe ich nochmal separat und zur Hupe. Das können wir ja gucken, wenn das nicht passen sollte, nehmen wir den, weil kann sein, dass der einen ganz anderen Stecker hat, weil er ja die Golf 4 Scheinwerfer und so hat. Kann sein, weiß ich nicht. Das war's auch. Kabelbaum, das ist nicht so viel Arbeit. Alles abstecken, rausholen, das war's. Hier hatten wir nur ein Problem gehabt. Der Kollege hat davor, ja, ich sag mal, ein paar Sachen eingebaut. Ich glaube, Alarmanlage, irgendwas mit Tacho und so wurde abgebaut. Und dann war hier nur noch Wirrwarr. Ne? Da müssten wir echt komplett alles rausholen. Es hätte eigentlich nur gereicht, wenn wir das hier alles abstecken und dann so rausziehen. Ging aber nicht, weil er da irgendwas gefummelt hat und die Kabel waren echt überall. Darum musste ich den kompletten Kabelbaum erstmal da rausholen und dann das rausfischen. Aber das war's. Ja, jetzt werden wir den Tacho rausholen. Dann werde ich nochmal die Schaltkulisse rausholen komplett. Und das ist das Erste, was wir jetzt brauchen. So, die Achse werde ich natürlich jetzt nicht komplett sofort umbauen. Ja, dann sagen wir natürlich, Yunus, du machst doch doppelte Arbeit. Ja, aber die Achse, die möchte ich erstmal wieso komplett rausholen und die ganzen Lager erneuern. Und das werde ich erstmal nicht machen, das werden wir beim Turbo-Umbau selber machen. Weil für mich ist erstmal wichtig, dass wir den Motor jetzt rausholen und das, was wir erstmal brauchen, damit der einfach läuft. Ne? Zum Beispiel, links müssen wir auch noch rausholen. Stimmt. Kupplung. Habe ich jetzt voll vergessen. Die Kupplung können wir eigentlich auch rausholen. Mache ich jetzt auch ganz schnell. Also Kupplung hier raus, Schaltkulisse raus und was noch? Tacho raus. Das war's. Und das mache ich jetzt auch. Rausgeholt. Bei dem hydraulische Kupplung müssen wir erstmal warten. Die Leitung oben geht nicht ab. Da habe ich jetzt was eingesprüht, über Nacht warte ich und dann hole ich das auch raus. Aber das ist ja das kleinste Problem. So, jetzt haben wir eigentlich alles fürs Umbau. Und so sieht das eigentlich aus. Jetzt fehlt eigentlich nur noch die hydraulische Kupplung. Aber wenn ihr eine hydraulische Kupplung habt, dann braucht ihr es auch nicht. So. Osman, was meinst du? Ha? Ja, startklar, ne? Was? Startklar. Ja, ne? Hast du gesehen, guck mal, was sie mit Tacho gemacht haben hier. Achte mal. Da haben die irgendwas gemacht. Keine Ahnung. LED-Tuning. LED-Tuning. Plasma. Mann, war das früher in. Aber schade, dass es nicht bis 300 geht. Aber ich glaube, hier funktioniert auch die Dings nicht. Temperatur glaube ich nicht bei dem. Da muss ich mal schauen. So, und jetzt weiß ich auch wieder. Ne, also wir haben ja zwei Fehler nochmal gefunden. Erste war ja die Düse. Da war die Düse ab. Das war der zweite Zylinder. Oder erste Zylinder. Zweite oder erste oder dritte. Weiß erste ich war das, glaube ich. Ja, ich glaube schon. Da war der Kabel ab. Und dann haben wir nochmal den anderen gefunden. Das war hier. Lambda-Sonde.
war auch ab. Ne? Dann ist ja klar, dass er nicht vernünftig läuft. Und das erklärt auch einiges, ne? Wo wir richtig voll Gas geben, dass er dann nicht auf einmal hat. Nicht richtig gezogen hat. Ja. Auf jeden Fall, das müssen wir auch noch beheben. Und ja. Also ich freue mich schon, den anderen Motor ganz schnell abbauen und dann ganz schnell Kabelbaum raus und Kabelbaum hier rein. So, wie gesagt, bei dem Kabelbaum braucht ihr echt keine Angst haben, wenn ihr jetzt, ich sag mal jetzt, Golf 3 Umbau macht, ne? Dann dürft ihr echt keine Angst haben, auch wenn, Mann, ist es auch nicht viel. Dann ist es trotzdem auch nicht viel. Ne, das sieht jetzt sehr wild aus, hier Osman sagt schon, Jonasabe, boah, das sieht ja echt krass aus. Aber nein, ist es nicht. Dann wolltet ihr gar nicht den vom Lupo. Das wolltet ihr nicht sehen. Weißt du noch, Osman, wie das aussah? Wie viele Kabel? Katastrophe. Das war echt Katastrophe. Ja, ich freue mich drauf. Und jetzt werden wir ganz schnell. Ja, wir bauen direkt den Motor raus. Ich denke, nächstes Video wird Motor raus vom Golf sein. Ja, das gleiche, wie wir das jetzt bei dem gemacht haben. Motor raus, alles raus. Und dann nachhinein alles wieder einbauen und dann den erstmal mit VR6 genießen. Der wird erstmal so bleiben, dass wir ihn hin und her schieben können. Das ist ja auch, deswegen lassen wir das Ganze auch, ne? Weil wir müssen den hin und her schieben. Hat der alles in einem. Das heißt, wenn wir Glück haben und den abbauen, hat er das auch schon, die ganze Vorrichtung. Das heißt, wir brauchen die Pedale nicht mal umbauen. Dann brauchen wir quasi nur den Geberzylinder von da rausholen, da einbauen. Samt Leitung. Und das war's. Sonst passt ja alles. Ja. Ich freue mich. Ja.